und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Wir sind heute zu zweit hier und ich habe eine riesengroße Überraschung für Kathi vorbereitet. Eva hat das schon angekündigt. Ich bin schon total aufgeregt. Also ja, ich habe Kathi hergelockt. Freundinnen-Überraschung. Genau. Ich freue mich schon super. Mega. Wow! Wie süß ist eine das? Eine Einhorn-Geschenkkiste gibt es für dich wie heute. Wie süß ist das am Schlafen? Das ist am Schlafen. Und es gibt ganz viele Einhorn-Geschenke darin für dich. Und für euch gibt es natürlich hier im Video die ganzen DIYs. Und Kathi kann schon mal aufmachen. Und also schon mal dieser super niedliche Deckel. Und dann, oh. Es ist alles ganz weich eingepackt in Servietten. Ich pack mal hier das hier als erstes aus. Was ist das denn? Ach, wie süß. Das ist ein Einhorn mit einer Blumenkette hier noch. Und ich vermute mal, da ist auch noch irgendwas drin. Ja. Soll ich da mal reingucken? Schau mal rein. Ich hoffe, es geht auf. Und jetzt kommt schon mal das DIY für euch. Dann seht ihr auch schon mal, was drin ist. Für die Süßigkeiten-Überraschung braucht ihr einen weißen Plastikbecher. Der wird mit einem Permanentmarker bemalt und mit kleinen ausgeschnittenen Blümchen beklebt. Zum Bekleben benutze ich doppelseitiges Klebeband, zum Ausschneiden natürlich die Schere und ihr braucht natürlich schönes Papier und eine Serviette, um das Ganze oben zu verschließen und selbstverständlich Süßigkeiten zum Befüllen. Ich starte mit dem weißen Plastikbecher und nehme mir dazu ein Stückchen doppelseitiges Klebetape. Das klebe ich genau in die Länge und in der Position auf, wie ich die kleinen Blumen aufkleben möchte. Bei mir ist das der obere Rand des Bechers. Im nächsten Schritt schneide ich dann das Horn zu. Dafür nehme ich das hübsche Glitzerpapier und klebe es ebenfalls mit dem doppelseitigen Klebetape auf. Im Armband ist jetzt, ich kann es hier öffnen mit der Beruhigung. Anschließend mit ein Stückchen Band gut zubinden. Das Geschenkband wird dann bei mir noch ein bisschen eingekringelt. Und jetzt fehlen natürlich noch die Einhornaugen. Ich habe es mittlerweile auch aufbekommen und habe auch die Süßigkeiten schon gefunden. Schnapp mir auch einen. Voll süß. Na gut, dann geht's weiter. Was ist das denn hier? Was Schweres? Huh? Nicht fallen lassen! Oh, eine Einhorntasse. Cool. Und dazu seht ihr jetzt das DIY. Anschließend klebe ich die kleine Vorlage dann auf meiner Tasse fest und zwar mit dem Motiv nach außen. Jetzt kommt der Bleistift wieder zum Einsatz. Ich male nämlich das komplette Motiv einmal mit dem Bleistift nach. Dadurch drückt sich auf der Rückseite der Bleistift auf die Tasse auf und ich habe gleich einen Abdruck, den ich dann mit meinem Tassenmarker nachmalen kann. Das Klebeband wieder abziehen, die Vorlage einmal abnehmen und hier könnt ihr jetzt den Abdruck des Einhorngesichts schon sehen. Und den male ich jetzt einmal richtig schön nach mit meinem schwarzen Porzellanmarker. Und
nach ein paar letzten Schönheitskorrekturen ist das Bild auf meiner Tasse dann schon fertig. Und sie kommt dann anschließend in den Backofen zum Einbrennen. Da müsst ihr gut nachlesen, wie es auf eurem Stift beschrieben ist, wie lange und bei welcher Temperatur das Ganze gebrannt werden muss. Dann werde ich mal weitermachen. Oh, ich bin schon voll aufgeregt. So coole Sachen für mich. Was ist das denn? Oh nein, es hat ein Öhrchen verloren. Oh nein. Okay, hat noch ein Ohr zu. So rum gehört es. Wie süß. Und das ist die kleine Nase hier unten. Das ist so eine kleine Deko-Idee. So eine Party-Deko. Voll süß für eine Einhorn-Party, ne? Kann ich auch hier so auf die Tasse drauf machen. Genau. Ein Oh! Es hat ein bisschen Übergewicht. Und die Idee, wie es funktioniert, seht ihr natürlich jetzt auch. Für die süße Ballon-Deko braucht ihr natürlich als Grundlage einmal einen Ballon. Am besten durchsichtig oder weiß. Ich habe mich in diesem Fall für durchsichtig entschieden. Dann braucht ihr Plastikblumen und Klebeband, doppelseitiges, einen Permanentmarker und natürlich wieder schöne Pappe. Und ich werde das Ganze zusammentackern. Ihr könnt natürlich allerdings auch Kleber benutzen. Und natürlich braucht ihr eure Schere. Als erstes puste ich den Ballon einmal auf, gut zuknoten. Ich habe hier übrigens einen Mini-Ballon und dann kommt ein Stückchen doppelseitiges Klebetape drauf, genau in die Position, wo die Blumenkrone des Einhorns festgeklebt werden soll. Darauf dann die Blumen aufgeben, gut andrücken. Weiter geht's mit dem Horn und den Ohren. Dafür schneide ich mir ungefähr einen Viertelkreis aus. Also einfach um die Ecke des Papiers einen Bogen schneiden und einrollen. Und oben zusammentackern. Unten auch. Und schön in Position formen. Die untere Seite des Horns schneide ich dann ein. Ungefähr immer einen Zentimeter. Und biege dann die einzelnen Flächen nach innen. Die kann ich dann nämlich auch mit dem doppelseitigen Klebetape auf dem Ballon festkleben. Und dann hinter den Blumen auf den Ballon aufkleben. Auch die Ohren werden aus dieser Pappe ausgeschnitten. Dafür schneide ich als erstes die Klebefläche, ein kleines Rechteck. Und von diesem ausgehend dann die Ohrenform. Bei mir gibt es schöne spitze Ohren. Ungefähr so geformt wie Blätter. Und das zweite schneide ich einfach mit der im ersten als Schablone aus. Die Klebeflächen werden dann nach hinten umgeknickt und ich forme die Ohren noch ein bisschen rund. Dafür oben einfach ein bisschen zusammenfalten und auch mit dem doppelseitigen Klebetape aufkleben. Jetzt fehlen natürlich noch die Einhornaugen. Dafür nehme ich den Permanentmarker. Und male sie einfach schön mittig unter der Blumenkrone auf. So, ich habe das Einhornhalten mal übernommen. Ich nehme mir mal wieder was raus hier. Was ist das denn? War das auch eingepackt? Das ist auch eingepackt. Das ist alles so ganz locker in die Servietten eingepackt. Oh, was ist das denn? Was könnte es sein? Ich habe auch eins. Ach, ist das ein Freundschaftsanhänger? Genau, das sind Freundschaftsschlüsselanhänger aus Einhornkacke. Oh. Und woraus sie tatsächlich sind, seht ihr jetzt. Die Einhornkacke-Schlüsselanhänger sind super einfach selber zu machen. Ihr braucht dafür Silclay oder Formclay. Ich habe hier eine Mischung aus beiden benutzt. Ich habe hier Pink, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Und zwei Bänder, damit man das Ganze auch am Schlüssel befestigen kann. Als erstes nehme ich mir von jeder Farbe einen kleinen Teil und forme sie dann alle gleichmäßig zu Schlangen. Die lege ich dann alle nebeneinander und drücke sie dann zu einem richtig schönen großen Regenbogen zusammen. Und anschließend nochmal gut zusammenrollen. Weil es ja zwei Schlüsselanhänger werden sollen, teile ich das Ganze dann. Einfach in der Mitte auseinanderziehen. Dadurch entsteht auch schon direkt die Spitze des Kackhäufchens. Noch ein bisschen verdrehen. Dann
zusammenrollen. Das Kackhäufchen ist dann schon fertig und das lilane Band bzw. das pinke Band lässt sich dann natürlich noch gut einarbeiten. Für den zweiten Schlüsselanhänger ganz genauso weiter vorgehen. Und fertig sind die beiden. Darf ich noch eins rausnehmen, Eva? Du darfst sogar noch zwei rausnehmen. Zwei Überraschungen kommen noch. Ah, wie cool. Das ist, ich vermute mal, Einhornschleim. Das ist selbstgemachter Einhornschleim. In vier coolen Farben, richtig toll leuchtend, genau. Mit Glitzer. So ein bisschen Regenbogen. Und auch voll süß in dieser Dose hier mit dem kleinen Einhorn vorne drauf. Oh, richtig cool. Zum selber mischen. Für den selbstgemachten Einhornschleim braucht ihr Kleber in verschiedenen Farben. Ich habe hier Glitzerkleber. Wenn ihr keinen Glitzerkleber oder keinen bunten Kleber zu Hause habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit Farben, zum Beispiel Lebensmittelfarbe, einfärben und so Glitzer dazugeben. Ich benutze zusätzlich noch ein bisschen Acrylfarbe für den extra Glitzereffekt. Und dann habe ich hier noch Kontaktlinsenlösung und Kaisernatron und natürlich eine kleine Schüssel, in der ich den Kleber zubereite. Dafür gebe ich als erstes den Kleber in eine kleine Schüssel. Ich starte hier einmal mit Pink. Dazu ein bisschen Kaisernatron, eine kleine Prise und gut einrühren. Dazu kommt dann ein Schuss Kontaktlinsenlösung und wieder gut verrühren. Und schon wird das Ganze schleimig. Und nach kurzer Zeit kann ich es dann schon rausnehmen und mit den Händen weiterkneten. Und dann ist mein erster Schleim auch schon fertig. Genauso mache ich meinen lilanen Schleim und den gelben. Der blaue Schleim soll besonders glitzerig werden und dafür gebe ich noch ein bisschen Glitzeracrylfarbe dazu. Und schon sind dann meine vier verschiedenen Schleimfarben fertig. Ich roll sie einfach ein bisschen aus und füge sie dann gleich zu einem großen Einhornschleim zusammen. Mit einem schönen Regenbogeneffekt und richtig viel Glitzer. Jetzt soll ich noch das letzte auspacken. Es kommt noch eine letzte Überraschung. Vielen, vielen Dank schon mal. Also ich finde es alles richtig cool, voll niedlich alles. Oh, wie cool ist das denn? Noch mehr zum Essen. Das sind wohl Einhörner, ne? Genau. Für jeden eins? Ja. Das sind unsere Einhörner, entweder zum Festhalten und sonst leck mir zum schon Naschen. Über die Lippen. Das sind, ja, was sie sind, seht ihr jetzt. Für die essbaren Einhornhörner braucht ihr Eishörnchen, dann braucht ihr Puderzucker und Zitronensaft für den Zuckerguss und natürlich schöne Deko. Ich habe hier Regenbogenstreusel und kleine Knusperperlen. Im ersten Schritt mische ich mir den Zuckerguss zusammen. Dafür nehme ich den Puderzucker und gebe einfach ein bisschen Zitronensaft dazu und gut durchrühren. Das Ganze sollte dann weder zu flüssig noch zu fest sein. Ich streiche den Zuckerguss dann nämlich mit einem Löffel auf meine Hörnchen auf. Einfach ringsherum gut bedecken und dann ganz nach Lust und Laune dekorieren. Für die große Geschenkverpackung habe ich hier eine durchsichtige Kiste, die ich schon mal mit Servietten ausgelegt habe. Und die Geschenke werden ja dann auch noch in weiße Servietten eingepackt. Dadurch sind sie einerseits gut geschützt und man kann sie von außen nicht sehen. Dazwischen verstecke ich dann einen Schlüsselanhänger. Die Tasse muss natürlich auch gut eingepackt werden. Der Ballon, der wird einfach unter einer Serviette versteckt. Und natürlich dürfen auch die Süßigkeiten nicht fehlen. Auf die Kiste kommt dann natürlich noch ein hübscher Einhorndeckel. Dafür habe ich hier ein paar rosane Plastikblumen, ein Horn aus dem hübschen glänzenden rosanen Papier, weißes Papier als Grundlage und Tesafilm zum Festkleben. Als erstes klebe ich das weiße Papier ein bisschen versetzt auf. Dann wird auch schon das Horn aufgeklebt. Um den Übergang zwischen dem Horn und dem weißen Papier zu kaschieren, klebe ich wieder eine Blumenkrone auf. Dafür benutze ich diesmal Heißkleber. Und auch hier darf natürlich das niedliche Einhorngesicht nicht fehlen. Als erstes male ich die beiden Augen auf. Dazu kommen dann die Wimpern. Und ein kleines Stupsnäschen.
Oh, ich bin ganz sprachlos. Super süße Sachen. Ganz, ganz niedliche Überraschungen für Einhornfreunde. Ich freue mich auf jeden Fall. Auch, also jedes einzelne ist richtig cool. Super viele schöne kleine Überraschungen. Mit was habe ich das nur verdient? Wir hoffen natürlich, euch hat das auch so gut gefallen, ne? Du bist halt der größte Einhorn-Fan, deswegen gibt es eine riesengroße Einhorn-Fanbox für dich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, natürlich was Nettes unten in die Kommentare schreiben, vielleicht was euer liebstes DIY war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Dio Do-It-Yourself-Inspiration. Kids Klo. Tschüss!